Stuttgart 21. Hallihallöchen und willkommen zurück zu Vampire Diaries, auch genannt Fallout 3 hier, denn wir sind hier bei der Familie, La Familia? Seid ihr die Familie? Ja, ich glaube schon. Und du hast immer noch deinen Benzintank hinten drauf sitzt. Tim, wieso machst du sowas, Tim? Du killst hier meine Quest. Kill nicht meine Quest. Kann ich dich auch... Kann ich dich hier auch irgendwie wieder einsparen oder irgendwie irgendwas machen? Ich kann dich... Hä? Wo bist du? Da bist du. Tim? Aus! Tim, aus! Entschuldigung, passiert nicht wieder. Jetzt Tim? Tim, dann greif wenigstens mich an. Du nervst wie die Hölle. Was kann ich machen, damit du nicht mehr nervst? Ich hab dich wieder zusammengesetzt, du blöder Idiot. Tim ist bewusst. Ist er jetzt endlich hin? Ist Tim jetzt endlich hin? Bitte, bitte. Oh, das wäre so schön. Mann, hat mich das Viech genervt. Blake. Nee, Vance. Mit mir reden? Ja, sonst wäre ich jetzt da nicht gerade hier. Und sind wir gerade, sind, ja. Nein, ich kann es in Ihren Augen sehen. Sie haben noch nicht die... Reden Sie weiter mit meinen Leuten. Okay, das wollte ich nur wissen. Ich soll mit deinen Leuten reden. Ich glaube, wir wurden uns noch nicht richtig vorgestellt. Hallo, Holly LP. Bitte helfen Sie mir, Gesetze zu verstehen. Wenn wir unsere Zeremonien abhalten, muss jeder von uns eines der Gesetze zitieren. Okay. Ich zitiere das erste Gesetz. Ergötzt euch nicht am Fleische. Ergötzt euch nur am Blut. Das ist unsere Stärke. Okay. Ich suche nach Ian West oder Ian West, haben Sie ihn gesehen? Ich fürchte, Vance hat ihn isolieren. Er ist ein guter Junge. Ja, guter Junge, bla bla bla, sag es mal. Hey, ich bin nur hier, um zu helfen. Alles, was ich will, ist jemanden, mit dem ich reden kann. Nee. Ist jemanden, mit dem er gehen kann. Also ich will jemanden sein, mit dem er gehen kann. Hilfe. Ja gut, stimmt schon. Sie machen eigentlich... Vance wird mir das Fell über die Ohren ziehen, wenn er das spitz kriegt. Ja, das Passwort haben wir jetzt. Gibt's sonst noch was über Wie ihn ich schon sagte, zu berichten? In Isolation, bla bla bla. Ich rede weiter mit den Leuten. Unendlich ist Tim hin. Hey man, you got a sec? Can you help me out? Hey Mann, hast du eine Sekunde? Kannst du mir helfen? Was ist das Problem? I'm really craving some human flesh. Like, bad. But Vance doesn't trust me to go out on my own. Could you, like, bring me some? Body part? Nein, eigentlich nicht, aber ich weiß nicht, was die anderen sagen. Vor allem, du hast auch so einen Gesichtsausdruck, der mir jetzt nicht wirklich gefällt. So, hast du Stoff? Na klar, denke ich. Ich werde irgendwas, wenn ich irgendwas finde. Wow. Zieht es mein Charisma runter? Nee. Quest hinzugefügt. Leih mir eine Hand oder ein Bein. Blake ist hungrig. Bring ihm Körperteile. Schön. Kann ich hier jetzt mit irgendeinem reden? Ist noch irgendeiner im Leben oder hat Tim jetzt alle gekillt? Hallo, Leute. Wo seid ihr? Verwirklich, wo seid ihr? Es gab doch da mal wesentlich mehr von euch. Nee, du bist der Idiot. Nicht Idiot, der Freak. Da vorne ist wieder nur Holly LP, oder? Hallo. Ja, nur Holly LP und hier haben wir Justin. Ich dachte, ich würde jeden in der Familie kennen. Ja. Du bist Justin. Ja, bitte mir Gesetze verstehen. Ein Gesetz auswendig lernen und bei Versammlungen im allgemeinen Bereich müssen wir es lernen. Ich musste das vierte Gesetz auswendig lernen. Suchet nicht das Licht der Sonne, begrüßet nur das Schattenrad. Okay, das heißt, du bist Nummer 4 und es fehlen mindestens 2. Hier sind 2 Leute. Ich bin überrascht, Brianna dass du mich LP. Ich
Ja, du heißt Brianna, was hast du mit zu erzählen? Wenn wir uns alle im allgemeinen Bereich versammeln, hält Van... Ja. Mein Spruch lautet, empfanget nicht das Kind, empfanget nur den Verbannten. Verbannten. Das ist unser Schicksal. Ach, Verbannten, nicht Verbrannten. Irgendwie wunderschön, nicht wahr? Okay, empfangt nur den Verbrannten. Na, auch neu hier. Frisch aus dem Ofen. Ich glaube, Sie habe ich noch nicht getroffen. Ja, da haben Sie mir gesagt, Sie zu verstehen. Ben sagte mir, wenn ich an die Reihe komme, sollte ich etwas Bestimmtes... Ach ja, das dritte Gesetz. Bitte. Beköstigt euch nicht zum Vergnügen, beköstigt euch nur zur Erhaltung. Okay, ich glaube, ich habe jetzt vier Sachen gehört. Das könnten alle sein. Kann auch sein, dass du hier oben noch was hast, aber ich stehe hier gerade näher. Sie wieder mit mir reden? Ja, ich glaube, ich verstehe jetzt, was Sie sind. Tatsächlich. Dann sah... Sie sind Vampire oder zumindest folgen Sie Ihrer fiktionalen Fußstapfen. Ja. Glauben Sie, ich würde mich für eine Fledermaus halten und versuchen, davon Nein, zu flattern? Nein, falsch. Wenn Sie mich fragen, die Leute aus dem ganzen Ödland brauchen mich, um ihnen einen Sinn im Leben... Ich habe diesen Leuten das Leben eines Vampirs gezeigt. Ich habe ihnen Schutz, Struktur und ein Zuhause gegeben. Die Belichtung schaut irgendwie spooky aus. Sie tun das, indem sie ihn eintrichtern, sie seien mythische Wesen. Jetzt enttäuschen sie mich aber. Sie müssen schon erst... Ich habe inmitten ihrer Gier regiert und ihnen beigebracht, nicht vom Fleisch zu... Vor allem haben sie... Okay, Idiot, West. Mein... Ich habe einen Brief für ihn von seiner Schwester. Dann ist also ein Teil seiner menschlichen Familie noch am Leben. Dann ist es um... Ian steht in seinem Leben an einem kritischen Punkt. Nach all dem... Ich wäre schlecht beraten, wenn ich Sie mit ihm sprechen lassen würde. Moment mal, was ist mit ihm passiert? Ian hat der Hunger auf Fleisch übermannt. Dieser Hunger hat ihn dazu getrieben, seine Eltern zu töten. Zum Glück habe ich in dieser Nacht eingegriffen. Er hätte um ein Haar jeden Hunger auf Fleisch für immer verloren. Ich habe gedacht, er soll Hunger auf Fleisch verlieren und Hunger auf Blut bekommen. Bin verwirrt. Und wer sagen, dass er ein Kannibal ist? Ich sage Ihnen, dass man ihn nicht länger einen Kannibalen schimpfen wird. Ja, Familie. Der Hunger, der uns... Bla, bla, bla. Sprache 53%. Lassen Sie mich Ihnen diesen Brief geben. Er bleibt ihm nicht sehr genau. Ihre Worte beeindrucken mich, Mensch. Vielleicht. Es hat funktioniert. Mehr will ich nicht wissen. Ich habe den Code schon bereits von anderen. Ich wollte nur die Erfahrungspunkte. Und zwar von Holly LP. Erzähl mir mehr von der Familie. Was ist das für ein Ort? Ich dachte, hier gibt es auch noch eine andere Möglichkeit, mit dir zu sprechen. Können wir uns mal einen Augenblick sprechen? Jo. Du, Samuel. You may think yourself well. Ich kann aus euren Mod-Konversationen nicht rausgeben. You may have noticed the traps in Denmire lurks well. Ja, ich habe keine Zeit. Ich habe jetzt auch keine Zeit, dir zuzuhören, weil ich gedacht habe, du wärst irgendein Dialog, den ich skippen könnte. Verschlossenes Terminal. Was macht hier so einen Krach? Ach, der Notstromgenerator. Sag's doch. Hier könnte ich zu Ian rein. Das Ding habe ich ja, aufschließen. Innere Sicherheit aktivieren. Das heißt, ich könnte theoretisch den ganzen Ort hier ausräuchern lassen. Ian! Wie? Was wollen Sie? Ich habe nach Ihnen gesucht. Das sollte mich eigentlich nicht überraschen. Bestimmt ist Evan King jetzt ganz schön wütend. Ich wette, dass er alle Bewohner der Stadt nach mir suchen lässt. Er ist schlimmer als meine Eltern. Tut mir leid, aber Ihre Eltern sind tot. Glauben Sie denn, ich wüsste das nicht? Glauben Sie, ich wüsste nicht, was ich getan habe? Ich weiß, was Sie getan haben, wenn Sie hatten mir alles erzählt. Müssen Sie mich ja für ein Ungeheuer halten. Auch ich kenne den Verlust, es tut weh, aber dabei, da bleiben bringt nichts. Er hat es selber getötet. Ich habe meinen Vater nicht selber getötet. Ich gebe es auf, dann bleiben Sie eben hier und hören weiter. Könnte ihm eigentlich in der Situation vielleicht helfen. Vielleicht kann ich helfen. Helfen? Wie können Sie denn helfen? Da ist etwas in mir. Irgendetwas ist vollkommen... Ich bin ein Mutant. Ja, natürlich bist du ein Niemand Mutant. Niemand kümmert es einen Scheißdreck, was ich mache und wer ich... Sprache 53%. Kommen Sie in Ihre Alträume ernten erst, wenn Sie sich ihnen stellen? Wissen Sie, eine Sekunde lang haben Sie genau wie Vance geklungen.
Ich weiß nicht, wovor ich weglaufe, aber mit... Sagen Sie Vance bitte, dass ich meine Entscheidung getroffen habe. Ich pack nur schnell meine Sachen... Okay, kann ich dir jetzt den Brief geben? Ich wollte Ihnen noch einmal dafür danken, was Sie vermitteln. Mein Verstand ist jetzt nicht... Ja, Verstand, ich will dir Brief geben. Wir müssen... Darf ich fragen, ungestört... Fragen Sie ruhig. Haben Sie denn noch ganz mehr... Ich war so um die 10 Jahre alt. Wir sahen... Okay, 10 Jahre. Ich habe kein Interesse an deiner Geschichte. Ich will dir eigentlich nur den Brief geben. Sie sagte, ich hätte mich in jemand anders verwandelt. Dass ich sie sogar anstarrte und meine Arme erhob, als ob ich sie töten wolle. Der Ödländer schlug mit einer Art Kopf. Hätte er das... Glauben Sie wirklich an Vampire? Ich weiß nicht, wirklich. Haben Lucy Sie sagte, Mama und Papa hätten das nie verstanden. Und dass ich mein Geheimnis für mich behalten sollte. Es ist Lucy zu verdanken, dass jedes Mal, wenn ich wieder diesen Hunger verspürte, hielt sie mich einfach nur fest. Ja, ich habe einen Brief davon. Darf ich dir den geben? Es hilft mir tatsächlich, darüber zu... Fragen Sie ruhig, habe ich Ihren Familienwappen an der Wand gesehen? Vance erzählte mir später, dass er mich deckte und der Familie zur gleichen Zeit ermöglichte, sich zu ernähren. Da meine Eltern bereits tot waren, tranken sie ihr Blut und hinterließen das Zeichen auf der Wand. Warum haben Sie das angetan? Ich wünschte, ich hätte darauf eine Antwort. Wirklich. Ich kann... Wenn mich der Hunger packt, ist es, als ob ich von einem anderen Wesen kontrolliert werde. Okay. Ich sehe, was passiert. Ich kann mich nicht mal mehr daran erinnern, was... Hat Vance herausgefunden, was, dass sie einer von ihnen sind? Wie hat Vance herausgefunden? Das war ja das Komische. Er hat eine Art sechsten Sinn oder so. Als ich zur Familie kam. Ja, ich hab doch keinen... Ich weiß auch nicht mehr, wie lange ich am Boden saß und meine toten Eltern... Ich hatte Hunger. Dann hörte ich... Okay, reden wir über was anderes. Ich hab nichts mehr mit dir zu sprechen. Ich kann dir nicht mal mehr den Brief geben. Wieso habe ich den denn überhaupt da? Ist dann die Quest wenigstens weg? Aufgaben. Bring ihn zurück. Vortex-Haut zu zünden, muss ich auch mal machen. Ich habe so viel Quests. Eine Entscheidung mit... Okay, war das hier? Lucys Botschaft übermitteln. Wie denn? Ich danke Ihnen nochmal dafür, dass Sie mir... Ja, ich würde dir ja gerne Lucys Botschaft übermitteln, wenn ich könnte... So, jetzt wird er da wahrscheinlich ziemlich ungehalten sein darüber, dass ich ihn überredet habe, nicht bei dir zu bleiben. Ich nehme an, dass Ihre Unterhaltung mit dem kleinen Ian gut verlaufen ist. Ich bin an den Resultaten Ihrer Unterhaltung. Bevor wir ansprechen, noch eine Sache mit Arifu. Fahren Sie fort, solange Sie dieses Mal... Medizin, Vampire können jede Art menschliches Blutes trinken, sogar aus Blutpaketen. Vor vielen Jahren habe ich überlebt, indem ich frische Blutpakete getrunken habe, die ich mir aus Krankenhausruinen besorgt hatte. Das Problem war, dass es nur irgendwelche Vorschläge... Welche Vorschläge? Die Leute von AGFU spenden Blutpakete und sie lassen sie in Ruhe. AGFU spendet Blutpakete und als Gegenleistung beschützen sie sie, ja, das wäre doch eigentlich ganz gut. Einverstanden. Bringen Sie Ihren Vorschlag bitte nach Arifu. Reden Sie mit ihnen und geben Sie mir Bescheid, wenn Sie sich entschieden haben. Okay, ich das kann ich machen. Ich danke Ihnen, dass Sie mir gezeigt haben, dass Ihre... Und was ist mit... Ich weiß nicht, ob ausgerechnet ich Ihnen das erzählen sollte. Einer hat sich entschieden, die Familie zu verlassen. Es betrübt mich zutiefst, ein Mitglied meiner Herde zu verlieren. Ich hatte lediglich versucht... Okay, du bist doch nicht so angefressen, wie ich gedacht habe. Jetzt bin ich runtergefahren. Darf ich dir jetzt diesen blöden Brief von deiner blöden Schwester geben? Oder willst du immer noch... Ich danke Ihnen nochmal dafür, dass Sie mir... Ja, ich kann dir immer noch nicht den Brief geben. Wieso nicht? Was muss ich machen, damit ich dir diesen Brief geben kann? Ist das so... Oh Mann... Sowas regt mich auf. Dum, 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 dum. Hallo. Dum, dum, dum. Holly LP? Nee, Brian LP. Hallo, Süße. Wie geht's? Willst du reden um mein Blut? Wie komme ich denn jetzt hier wieder raus? Ich weiß es gar nicht mehr. War das hier vorne rein oder ging es da vorne um die Ecke? Ich glaube, das war hier.
Bin ich jetzt wieder hier bei irgendwas, was ich irgendwie kenne? Ich glaube, hier war ich schon mal und da vorne ging es dann raus. Es muss doch hier eine wesentlich einfachere Möglichkeit geben, da hinzukommen. Jedes Mal hier komplett durchzu... Das kann doch nicht sein. Hier muss es irgendwo eine einfache Möglichkeit geben. Ich laufe jetzt wahrscheinlich komplett sinnlos zurück. So, vielleicht schneide ich auch den Laufweg hier raus, weil es zu blöd ist. Ich würde auch gerne rennen können. Also so richtig schnell sein. Ich glaube, es gibt irgendeinen Glitch, mit dem man sich wesentlich schneller machen kann. Das habe ich mal beim Speedrun von Fallout 3 gesehen. Das war so irgendwie in 12 Minuten oder so. Gibt es auch ein paar Videos auf hier YouTube. Ah, da ist jemand zurückgekommen. Nein, ich suche nur den Ausgang, verflucht. Muss doch irgendwo eine einfachere Möglichkeit sein, rauszukommen. Ich will nur nach Hause. Nein. Ich schätze mal nicht, dass es durchs Klo ist. Kann ich nicht einfach hier durch? Bin ich jetzt den ganzen Weg umsonst gelaufen? Ich glaube ja. Hier durch das Klo komme ich wahrscheinlich auch nicht. Muss ich den ganzen Weg rausschneiden? Schneiden, 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 schneiden. Mann, wenigstens sehe ich noch mal Holly LP. Oder bist du wieder Brian LP? Holly LP! Hallo. Das hätten die auch irgendwie einfacher machen können. Schade, dass es hier kein Fluchtseil wie in Pokémon gibt. Ist einmal ausgewählt und man ist wieder draußen. Einmal über. Fände ich eigentlich richtig geil. Oh, was sehe ich denn da? Da muss ich mal mit einer speziellen Person über was Spezielles reden. Hallo, Fleisch. Dum, 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 dum. Ah, hier geht's ja gar nicht aus. Wir sind endlich draußen. Wir sind endlich draußen. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. So, auf nach Arifu. Arifu. Aktuell ist hier so Evan King zugekehren. Ich sollte das K nicht so direkt ins Mikro reinsprechen, weil sonst euch die Ohren bluten. Hallo, Evan. Ah, der Held des Tages. Oh ja, weißt du das? Es ist getan, Evan. Die Familie wird Arifu nie wieder behelligen. Ich weiß, ich habe mit Ian gesprochen und er hat mir alles erzählt. Okay. Ich weiß zwar nicht, wie sie das gemacht haben, aber ich bin echt froh, dass sie die Rampe hochgelaufen sind, um uns zu helfen. Bitte. Nochmals danke. Denken Sie daran. Sie sind jederzeit willkommen, wenn Sie wieder mal in diesen Teil des Ödlands kommen. Wie ist Evan eigentlich schneller hergekommen als ich? Ich habe ein Angebot für Sie von Vance, dem Oberhaupt der Familie. Interessant, wie es aussieht. Wollen Sie mit uns eine Art von Abmachung treffen? Ich schätze, das ist besser als jeden Tag mit meiner Waffe auf der Rampe nach unten zu zielen und mich nachts im Haus zu verstecken. Sagen Sie, Vance, dass wir mit dem Vorschlag einverstanden sind. Kennst du den Vorschlag noch gar nicht? Ich rede noch mit den anderen. Bin mir aber sicher, dass sie mir beipflichten. Okay. Jegliche Hilfe ihrerseits wäre sehr willkommen. Ich habe für den Fall, dass in Arifu einmal nur einige davon können Sie gerne. Danke. Whisky. Kommen Sie bald. Dann kann ich mich erstmal zusaufen. Ist Iron dann hier in seinem Dings, Hütchen, Haus? Ich glaube, dieses kleine Hütchen war das von denen. West. Iron West. Ich habe ja gewusst, dass Sie einfach nicht wegbleiben. Danke, dass Sie mir die Augen über alles... Kein Problem. Ich habe da einen Brief für Sie von Ihrer Schwester Lucy. Sie vermisst Ihre Familie wirklich sehr und fragt... Sie wissen gar nicht, wie viel... Bitte... Ich gehe. Ich muss jetzt wieder ganz den Weg zurück und jetzt wieder mit Vance sprechen und dem sagen, dass die das Angebot annehmen. Und es regnet Raider. Schön. Wo ging's denn hier rein? Ich glaube da irgendwo. Ah, genau. Ach, ich bin jetzt wieder in dem anderen Tunnel. Das heißt, ich muss hier wieder auf die andere Seite.
Da ist das Fleisch, da bin ich daheim. So, und hier oben drüber. Ach, geht sogar. Ich muss den ganzen Weg auch nochmal zurück, um rauszukommen. Ah, das ist ja ein Mist. Kannst du dich nicht in eine Fledermaus verwandeln und mich dann nach oben tragen? Wäre doch wesentlich schöner. Stuttgart 21. Benz? Du sitzt unten und ich bin jetzt den ganzen Weg nach oben gelaufen. Da bist du. Hey, willkommen Nein, zurück. Du bist Alan. Benz, es da bist du. Es ist immer ein Vergnügen, Sie in Meresti willkommen hat. Arifu hat Ihr Angebot angenommen. Ausgezeichnet. Ich wusste, ich werde unverzüglich Alan als Ihren Wächter nach Arifu schicken. Ihre Bemühungen übertreffen die eines gewöhnlichen Menschen. In der Tat, wenn Sie jemals mehr über uns erfahren möchten. Ich will das jetzt mal nicht machen. Weil es vielleicht irgendwas Cooles geben würde, vielleicht auch ein paar neue Gesprächsoptionen, aber jetzt ist nichts so für mich. Bin ich so der Vampir. Ich würde aber echt gerne hier einen schnelleren Weg haben, um hier rauszukommen. Und reinzukommen. Durch die Tür. Ach, da kann ich jetzt nicht rüberspringen, aber von der anderen Seite. Was ist denn das für eine Barrikade? Man kann schnell rein, aber nicht schnell raus. Muss man nicht verstehen, oder? Endlich sind wir draußen. Endlich sind wir draußen aus Stuttgart 21. So, was machen wir denn als nächstes? Aufgaben. Bring ihn zurück. Kann ich machen. Habe ich jetzt keine Lust. Agathas Lied, das ist das mit der Violine. Ausgestoßene nicht von dieser Welt. Auf nach Pit the Cube, den Cube-Mod. Dadurch können wir sehr, sehr schöne Waffen bekommen und sehr, sehr oft sterben. Falls ihr nicht kennt den Film The Cube, finden Sie gefällte Funkübertragung. Das Riverboat suchen, Funksignale im Ödland. Save your game. Automatically. Ja, macht's leider nicht. Oder besser gesagt, macht's schon, aber nicht so, wie ich gern hätte. Machen wir Agathas Lied oder gehen wir jetzt einfach mal der Main Quest nach? Ich würde sagen, das nächste Mal machen wir uns mit der Agathe auf den Weg, dann... Ich kann aber hier mal schnell... Moment. Optionen. Gameplay. Nein, nicht Gameplay. Wie komme ich denn jetzt auf Gameplay? Das ist doch schön. Für die Stuttgart 21 Folge. So, und Anzeige wieder hoch. In der nächsten Folge machen wir dann weiter mit der Main Quest und greifen da mal ein bisschen die Überreste der Enklave an. Da haben wir ja das letzte Mal gesehen, was mit ihrem Präsidenten passiert ist. Und, oder was heißt das letzte Mal, ist glaube ich schon ein bisschen her. Und bis dahin, vielen Dank fürs Zusehen und ciao.